Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem 24. Adventskalender-Türchen. Ja, leider ist es heute schon der letzte Tag von unserem magischen Adventskalender, was aber gar nicht schlimm ist, denn heute gibt es ein riesiges, großes, krasses, spektakuläres Video. Was habe ich mir überlegt? Ganz einfach. Ich habe euch ja schon vor ein paar Tagen aufgefordert, mir Kommentare zu schreiben mit ganz vielen coolen Aufgaben, Fragen, Ideen und so weiter. Und ihr habt das auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Ihr habt mir sehr viele Kommentare geschrieben und heute werde ich die coolsten Aufgaben machen, werde die coolsten Fragen beantworten und so weiter. Es wird ziemlich, 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 ziemlich geil, denke ich mal. Tatsächlich bin ich sehr, sehr spät dran. Heute um 18 Uhr soll das Video online kommen. Ja, tatsächlich ist heute der 24. Dezember. Also auch bei mir. So, hier 24. Dezember. Heute um kurz vor 15 Uhr. Also ich habe noch 3 Stunden, um das Video aufzunehmen und zu schneiden. Und ich muss auch noch zu meinen Großeltern jeden Moment. Das heißt, das Video kommt 100% später. Aber ich glaube, es wird trotzdem ziemlich lustig. König 9 schreibt, hast du eigentlich schon mal einen Zaubertrick mit deiner Brille gemacht? Mit deinen Augen habe ich ja schon gesehen, aber nur mit deiner Brille. König 9, weißt du was? Wir probieren genau das jetzt aus mit meiner Brille. Ein Zaubertrick und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Okay Leute, dann kommen wir mal zu dem Trick mit der Brille. Und wir haben hier meine Brille. Und ich möchte euch damit ein kleines Experiment zeigen. Und zwar kann man diese Brille elektrisch aufladen. Wie man es zum Beispiel mit einem Luftballon kennt, wenn man den an den Haaren reibt, dann kann man den ja an eine Decke kleben beispielsweise durch die elektrische Aufladung. Und das mache ich hier mit dem Tuch. So komisch es klingt wirklich komisch, muss ich zugeben. Aber genau jetzt ist die hoffentlich aufgeladen. Jetzt legt man die irgendwo mitten auf den Tisch hin. So. Und dann passiert es auf 3. Achtung. 1, 2, 3. Und tatsächlich dreht die Brille sich einmal um, nur durch elektrische Ladung und ein bisschen Zauberei, so ein bisschen. Magic Eric schreibt, zeig mal deinen schlechtesten Trick, den du kennst, wenn du überhaupt einen kennst. Also ich weiß nicht, ich kenne ja schlechte Zaubertricks, aber die sind halt alle richtig, richtig, richtig schlecht. Das sind halt solche, oh mein Gott, wie macht er das? Oder halt solche, aber das sind keine richtigen Zaubertricks. Deswegen, keine Ahnung, also, ne, ich weiß nicht, wenn du sowas sehen wolltest, dann yay. Lara schreibt, wenn keiner läuft und ich auch nicht laufe, bin ich dann ein Mitläufer? Bitte mit Umfrage. Lara, ich würde dann eher sagen, du bist dann ein Mit-Nicht-Läufer, würde ich jetzt mal so behaupten. Ein Mit-Nicht-Läufer, ja. Aber ich erfülle deinen Wunsch. Hier könnt ihr alle mal abstimmen, was würdet ihr sagen? Seid ihr dann ein Mitläufer, seid ihr kein Mitläufer oder seid ihr ein Mit-Nicht-Läufer? Saina, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, du schreibst, yay, wieder mal ein Kartentrick, ja, und noch so ein nicer Zaubertrick, nice, 10 Punkte von 10, danke. Question, warum hast du eigentlich fast immer ein gelbes Gummiband als Armband an? Also ich habe jetzt heute kein gelbes Gummiband als Armband an, aber sehr, sehr oft. Das ist relativ einfach zu beantworten. Und zwar sind diese Gummibänder spezielle Zaubergummibänder. Die können eigentlich nichts Besonderes, außer dass sie eben sehr dehnbar sind. Das heißt, wenn man hier ein Gummiband hat, ein normales Gummiband kann man halt, sieht man das? So, kann man so dehnen ungefähr. Und dieses Gummiband kann man nicht nur so dehnen, sondern so dehnen. Und das ist halt das Besondere an diesen Gummibändern. Kann man halt sehr cool damit zaubern. Und ich trage da immer ganz viele am Armband, damit eben, damit ich immer eins parat habe zum Zaubern. Und dann kann man die auch nehmen und die Nase hochziehen. Ja, nein, das war ein Schatz. Das war auch so ein billiger Trick. Ja? Das war der Weihnachtsmann. Okay, die nächste Frage kommt von SR Scooter. Er schreibt, Zauber mit Feuerzeugen. Zauber mit Feuerzeugen? Geht klar, los geht's. Wir haben ein Kartenspiel, welches aus verschiedenen Karten besteht. Und ihr denkt euch einfach mal Stopp, während ich so durch die Karten durchgehe. Einfach mal Stopp denken, eventuell sage ich ja, oder halte ich dann an genau der Stelle an, wo ihr Stopp denkt. 1, 2. Oh, hier? Ich hoffe mal, ihr habt hier Stopp gedacht. Wir nehmen die Karte. Und nur ihr schaut sie euch an. Okay, seid ihr bereit? Okay, ich hoffe, ihr merkt sie euch jetzt gut, weil jetzt probiere ich die Karte rauszufinden, okay? Also gut merken, weil jetzt kommt die Karte weg. Okay, und ich habe hier ein Feuerzeug dabei. Wir nehmen das Feuerzeug und erhitzen meine Finger. Au. Au! Okay, das hat wirklich wehgetan. So. Ah. Damit hier Brandblasen entstehen. Das kommt jetzt richtig krank rüber, weil ich mir einfach Brandblasen im Video mache.
Aber mit ein bisschen Glück. Moment, ich mach mal den Autofokus aus und dann seht ihr, dass die eine Brandblase ein Kreuz ergibt und die andere Brandblase ein K. Oh. Das heißt, wir haben Kreuz K. Das könnte Kreuz König sein, richtig? Oh my God, how did he do that? King Dada 6 schreibt, zauber mal eine Münze in eine Glasflasche. Kannst du mich grüßen? Erstmal King Dada 6, schöne Grüße an dich, frohe Weihnachten. Und zu deiner Aufgabe, klar, können wir gerne probieren. Dazu habe ich eine Flasche dabei. Das hier ist eine Bierflasche, aber die gehört nicht mir. Also ich durfte schon Bier trinken, aber erstens gehört sie mir nicht. Zweitens, ich trinke keinen Alkohol, für diejenigen, die es nicht wissen. Aber ist ja erstmal egal. Wir haben eine Bierflasche aus Glas und wir haben eine Münze. Das ist jetzt eine 50-Cent-Münze. Schaut her, Leute, die Münze, die passt nicht in den Flaschenhals rein, weil die eben zu groß ist. Ist ja klar, ja. Passt auf, mit ein bisschen Zauberei probieren wir das Ganze zu umgehen. Und zwar, genau so. Und man hat es, glaube ich, schon gehört, die Münze ist plötzlich in der Flasche drin. Und jetzt muss ich das nur noch hinbekommen, dass ihr das seht. Schaut her. Ah ja, so sieht man das. Da ist noch Bier drin. Achtung, die Münze ist zu groß. Aber genau jetzt wird es passieren. 1, 2, 3. Und die Münze fällt wieder aus der Flasche raus. Bewertet gerne den Trick wieder in den Kommentaren von einer Skala von 1 bis 10. Wie gut hat euch gefallen? Jetzt unten in die Kommentare hineinschreiben. Ansonsten sind wir tatsächlich schon am Ende von diesem 24. Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat der ganze Adventskalender gefallen. Mir hat es auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht, die Videos aufzunehmen, zu schneiden und so weiter. Natürlich, manchmal war es ein bisschen stressig. Vor allem jetzt heute, weil ich muss jetzt zu meinen Großeltern. Und es ist 3 Uhr und um 18 Uhr muss das Video online sein. Also das kriege ich eh nicht hin. Aber falls ihr wollt, könnt ihr gerne ein Feedback dalassen zu dem ganzen Adventskalender. Ich freue mich aufs nächste Video, das irgendwann mal die Tage kommt. Und bis dahin, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.